Bisher wenige Freunde hat der Dieselvectron gefunden. Nun testet seit Anfang 2017 die DB die neuen dieselelektrischen Maschinen. 4 sind zur Erprobung von Siemens angemietet. In verkehrsrot lackiert sind sie im Werk Halle beheimatet. Im Rangierbahnhof Leipzig-Engelsdorf wird 247-906 aufgerüstet. Der Vectron.de ist 1 Meter länger als seine elektrischen Schwestern. Mit 2400 Kilowatt Leistung und einer Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h ist die Siemens Diesellok etwas stärker als die alten Baureihen 218 und 232. Die Geräuschkulisse ist mit den alten Maschinen nicht mehr zu vergleichen. Auch die Abgaswerte sind deutlich andere. Sie entsprechen bereits der EU-Norm 3B. Die DB Vectron.de sind regelmäßig vor Güterzügen in der Region unterwegs. Ausfahrt in Leipzig-Engelsdorf mit einem Güterzug nach Zeitz. Der Vectron.de ist aus dem bewährten Eurorunner ER20 hergeleitet, ist aber wie die elektrische Version konstruktiv eine Neuentwicklung. Maßgabe war die größtmögliche Verwendung von Teilen der elektrischen Version. Nicht nur Zeitz ist ein Ziel. Mit einer Übergabe erreicht 247-904 den Güterbahnhof in Groß-Corbeta. LZ rollt 247-904 Richtung Buna.
Ab dort steht ein langer, schwerer Kesselwagenzug auf dem Plan. Ausfahrt bei Buna im Gegenlicht. Nur langsam kommt 247-904 voran. Vectron, ein Name, der seinem Ursprung durchaus Rechnung trägt. Das Kürzel ist eine Zusammensetzung aus dem Wort Vektor, lateinisch Träger oder Transportgerät, und dem Wort Elektron aus der Elektrotechnik.